Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute seht ihr von mir das erste Black Ops Cold War Multiplayer Video, Leute. Das ganze Gameplay habe ich zur Verfügung gestellt bekommen von dem lieben Espresso. Vielen, vielen lieben Dank, dass du deine Gameplays zur Verfügung stellst. Das ist ein amerikanischer YouTuber. Ihr seht auch seinen YouTube-Link und seinen Twitter-Link unten in der Videobeschreibung. Sehr, sehr korrekt. Ohne ihn könnte ich jetzt quasi dieses Cold War Video nicht mit Cold War Gameplay im Hintergrund machen. Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich wichtig, Leute. Das Ganze, was ich euch jetzt sage, worüber ich jetzt reden werde und so weiter und so fort, das werde ich uncut und frei aus dem Ärmel rausreden. Das heißt wirklich das, was ich fühle, was ich denke zu dem Game, zu dem Trailer, was wir bis jetzt gesehen haben und so weiter und so fort. Das wird jetzt wirklich meine ehrliche Meinung sein zu dem Stand, was man bis jetzt gesehen hat. Ich selber konnte das Spiel noch nicht spielen. Es wurden einige Creator ausgewählt aus der ganzen Welt, die das Game jetzt schon zocken könnten. Konnten auf jeden Fall, ja, Props an euch, beziehungsweise ich gönn's euch auf jeden Fall, dass ihr es zocken durftet. Ich hätte es auch sehr, sehr gerne gespielt, aber wir dürfen ja schon bald im Oktober eine Beta spielen. Und da habe ich mega Bock drauf. Auf jeden Fall, Leute, ich fange einfach mal an einem Punkt an. Und zwar bei diesem World Multiplayer Reveal mit dem Trailer. Und zwar muss ich sagen, als ich den Trailer gesehen habe, war mein erster Gedanke, dass es irgendwie aussah wie Battlefield. Muss ich einfach mal sagen. An erster Stelle dachte ich irgendwie an Battlefield. Denn es wurde sehr viel mit Jetskis gezeigt, mit Autos, mit Geschützen drauf, die rumgefahren sind. Sehr große Maps, weite Sachen und wenig Close-Quarter-Fights. Ich glaube, in dem Trailer war Close-Quarter-mäßig nur Miami, glaube ich, die Map drin. Ne? Diese Neon-Map, ich glaube, die war drin, was man Close-Quarter irgendwie gesehen hat und sonst war eigentlich alles für die große Range ausgelegt. Und das fand ich persönlich für den Reveal-Trailer nicht passend. Denn es wurde schon bestätigt von Treyarch, dass es sehr viele 6 gegen 6 Maps geben wird, die halt auch nach dem alten Wegesystem sind, mit halt 3 Wegen und ein bisschen Close Quarter und so weiter und so fort. Und ich hätte mir sehr, sehr gerne im Multiplayer-Reveal-Trailer mehr davon erwartet, beziehungsweise mehr versprochen darunter, dass man auch sowas sieht, was halt einfach Black Ops, sag ich mal, ausmacht, beziehungsweise den Multiplayer von Call of Duty im Allgemeinen. Das Ganze hat sich dann aber so ein bisschen verbessert, je mehr ich die Gameplays gesehen habe. Denn ich habe mir den ganzen World Reveal angeschaut, der ging ja ungefähr 2,5 Stunden oder 3 Stunden, und habe mir die ganzen Gameplays von den Streamern angeschaut. Habe auch noch ein bisschen auf YouTube rumgeguckt und natürlich auch das Gameplay jetzt angeschaut, was ihr jetzt im Hintergrund seht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, je mehr ich gesehen habe, desto mehr habe ich Bock, das Game zu spielen. Das Movement sieht meiner Meinung nach sehr gut aus, das Waffenhandling sieht meiner Meinung nach sehr gut aus. Und eine Sache, die viele kritisiert haben, warum auch immer, ist die Grafik. Einige meinen, dass die Grafik nicht gut aussieht und dass das alles voll blöd ist und bla bla. Und ich dachte mir, Leute, das sieht halt nicht schlechter aus als MW. Ich finde sogar, mein Stil trifft es ein bisschen mehr, wie das aussieht bei Black Ops jetzt. Aber es ist auf gar keinen Fall irgendwie in irgendeiner Art und Weise schlechter. Das heißt, da muss ich sagen, da bin ich echt sehr, sehr zufrieden. Grafiktechnisch sah das Ganze sehr, sehr gut aus. Viele haben auf PlayStation 4 gespielt. Und was viele wahrscheinlich nicht gewusst haben, es gab auch viele PC-Spieler und die haben ihre Settings der Grafik relativ auf Low gesetzt, damit sie halt hohe Performance haben, so wie man das halt auf PC macht. Natürlich sieht es dann nicht extrem krank aus, sondern halt so ein bisschen abgeschwächter. Es kann viel besser aussehen und auf Konsole ist es ja sozusagen immer auf dem Peak, was man halt quasi auswählen kann. Da kannst du ja nicht einstellen, wie die Grafik jetzt aussehen soll, sondern da sieht es so aus, wie es nun mal aussieht. Und ich fand das sehr, sehr gut und vor allen Dingen, weil der Trailer ja auch vom PS5 quasi gezeigt wurde, fand ich das sehr, sehr beeindruckend, was da jetzt mittlerweile möglich ist auf der PlayStation 5, wo wir das dann wahrscheinlich auch viele Leute von euch oder von mir auch aus spielen werden. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze dann auf der PS5 laufen wird, aber jetzt erstmal wieder zum Game zurück. Wir haben schon einiges gesehen, was Gameplay bzw. was Klasseneditor angeht. Wir haben irgendwie ein System, wo wir 5 Aufsätze auf die Waffe wohl so oder so drauf machen können. Dann gibt es wieder das Wildcard-System. Es gibt eine Wildcard, mit der du dann nochmal 3 extra Aufsätze auf deine Waffen machen kannst oder 2 oder 3 irgendwie so. Das heißt, du kannst dann teilweise bis zu 8 Aufsätzen auf einer Waffe haben. Was ich extrem geil finde, weil da werden wieder extrem verrückte Sachen möglich sein. Wir können wieder unsere Klassen so bauen, wie wir sie wollen.
Was aber auch dabei ist, ist, dass jeder eine Secondary, eine Stun, eine Nade oder was auch immer dabei hat. Also die Klasse ist immer voll. Ja, die Klasse ist immer voll. Trotzdem kann man viele Sachen auf die Waffe draufpacken, was ich sehr, sehr wichtig finde. Es gibt, glaube ich, auch noch eine Wildcard. Da kannst du irgendwie 3 Nades mitnehmen oder weiß was, irgendwie was. Auf jeden Fall super, super verrückte Sachen sind da möglich. Ganz normal Perks gibt es wieder. Was ich gesehen habe, Geist ist wohl nur aktiv, wenn du läufst. Sehr, sehr geile Sache. Und da kommen wir auch schon zu der nächsten Sache, die uns ein bisschen nach vorne bringt. Falls das Skill-Based Matchmaking genauso sein sollte wie in MW, haben wir trotzdem den Vorteil, dass wir eine höhere Drop-Time haben. Das heißt, wir brauchen länger, um einen Gegner zu killen. Und das ist extrem gut. Denn in MW ist nicht nur das Problem das Skill-Based Matchmaking, sondern dass man auch extrem schnell stirbt. Das heißt, du rennst um eine Ecke, irgendwer kröchtert in der Ecke rum, er gibt dir 2 Kugeln, du bist tot. Keine Zeit zu reagieren. Du hast einfach verloren. In dem Teil sah es jetzt aus, beziehungsweise in den Gameplays, die man gesehen hat, dass wenn du angeschossen wirst, dass du immer noch die Chance hast, zurückzuschießen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Es ist zwar nicht so eine hohe Drop-Time wie in Black Ops 4, aber auch nicht so niedrig wie in MW. Das heißt, wir werden irgendwie so ein Zwischending bekommen, quasi so ein ganz normales Call of Duty-Feeling, würde ich mal einfach sagen, ne? So ein ganz normales Call of Duty-Feeling mit einer guten Drop-Time. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Und das sah, egal mit welcher Waffe gespielt wurde in den Gameplays, sehr, sehr gut aus. Auch wenn die AKU und die M16 schon extrem stark waren. Genauso wie die Sniper, was auch sehr, sehr lecker aussah. Allerdings gibt es eine große Sache, bei der ich nicht genau weiß, wie sie sich hinterher ausspielen wird. Und zwar, haltet euch fest, für die Leute, die es von euch noch nicht wissen, Score-Streaks resetten sich nicht nach dem Tod. Das heißt, wenn ihr einen Balken erspielt habt von eurer Score-Streak und sterbt, ist dieser Balken immer noch da und ihr könnt sozusagen die Score-Streak wieder weiter aufbauen. Das heißt, auch schlechtere Spieler werden höchstwahrscheinlich ihre Streaks irgendwann in der Runde bekommen. Was man da aber auch wieder sagen muss, ist, die Streaks sind anscheinend relativ hoch angesetzt und du bekommst einen Multiplikator, wenn du in einem Leben Kills machst. Sprich, ich erkläre es euch ganz einfach, ihr macht einen Kill, bekommt 50 Punkte. Ihr macht den zweiten Kill in demselben Leben, ohne zu sterben, ihr bekommt 100 Punkte für den Kill. Beim dritten Kill bekommt ihr 150 Punkte. Das heißt, ihr habt einen Multiplikator und kriegt so zum Beispiel beim 10. Kill, keine Ahnung, 300 Punkte pro Kill und könnt so wesentlich schneller die Streaks aufbauen. Das könnte wichtig werden für die höheren Streaks, weil da, denke ich, wird es nicht so einfach sein, die zu erspielen, wenn ihr einfach einen Kill macht, sterbt, einen Kill macht, sterbt und so weiter und so fort. Und, womit ich, wo ich mit Phanto drüber gesprochen habe, es könnte sein, dass viele Leute deswegen weniger campen werden, weil sie nicht ihre Streak ersweaten müssen. Das heißt, sie sterben, aber sie wissen, dass wenn sie jetzt sterben, das nicht so schlimm ist, weil sie können die Streak weiter aufbauen. Das könnte sein, dass dadurch der offensivere Playstyle so ein bisschen nach vorne gebracht wird, was ich sehr, sehr, sehr geil finden würde. Abschließend meine Meinung meine erste Meinung ist, dass ich mich mittlerweile relativ doll darauf freue, das Game anzuzocken. Ich habe Bock, es zu spielen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze in der Beta spielen wird. Ob wir das Ganze dann richtig bewerten können, das glaube ich, kann man dann eh erst mit der Vollversion sagen. Also man muss die Vollversion gespielt haben, um zu wissen, wie das Game wirklich ist. Bis dahin bin ich sehr, sehr gespannt, was wir noch alles sehen werden und ja, was die Beta mit sich bringen wird dann. Lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben dafür da. Lasst sehr gerne eure Meinung zu Cold War in den Kommentaren da. Das würde mich mega freuen. Lasst auch gerne ein Abo da, falls ihr keinen Warzone-Content und natürlich auch in Zukunft den Cold War-Content verpassen wollt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ja, und jetzt verabschiede ich euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder bei Warzone. Haut rein!